Gastro-Tipps Folge 12. Wir empfehlen das Restaurant der Pizzeria Da Toni in Eberdingen-Hochdorf. Für euch unterwegs Tobias Langer. Und neben mir sitzt der Mario heute. Hallo. Schön, dass wir bei euch mal zu Gast sein dürfen in dem urigen kleinen Lokal hier am Verein. Klein geht noch. Klein geht noch. Meine erste Frage, wie kam es denn eigentlich so dazu, dass ihr hier in Hochdorf ein Lokal eröffnet? Tja, also eigentlich war es mein damaliger Chef. Mein erster Chef, der hier war. Weil die kam aus Böblingen und von Böblingen kam sie dann hierher. Die waren damals eigentlich Friseursalon, haben sie gehabt, sind Friseurmeister. Und von da nach einer langen Weile, also nach einer langen Zeit, haben sie aufgehört und sind sie hierher gekommen. Aha. Und seit wann besteht das ganze Lokal schon? Seit 3,5 Jahren. Seit 3,5 Jahren seid ihr hier am Küchen, an italienischen Gerichten und so weiter? Italienische, deutsche, schwäbische Gerichte, alle ein bisschen Mischmasch. Aha. Ist ja ein Vereinslokal, ne? Direkt am Sportplatz. Was ist denn so die Zielgruppe? Sind da mehr Jugendliche nach dem Sport gleich da oder kommen auch abends mal die Eltern von den Sportlern hierher und lassen sich bei einem kühlen Bier und einer guten Pizza vielleicht gut gehen? Kommt drauf an, also unentschieden. Mal mehr Jugendliche, mal ein bisschen mehr ältere Leute, es kommt drauf an. Wir sind halt sehr zufrieden damit. Besonderheiten wie zum Beispiel Hochzeiten oder andere Feste kann man bei euch sicherlich feiern, oder? Ja klar, selbstverständlich. Also bis jetzt haben wir noch mehrere Feste gehabt, also Hochzeiten, italienische Hochzeiten, griechische Hochzeiten. Und ja, waren sehr zufrieden mit uns, wir auch mit denen. Also wir freuen uns auf ihr Besuch. Also es klingt doch schon mal vielversprechend, so haben einen kleinen Hustler gehabt. Und wenn man sich hier so umschaut, also mein Eindruck von dem Ganzen hier ist sehr, sehr urig, familiär. Man kann sich hier wirklich, man kann sich hier sehr gut wohlfühlen. Und gegen ein kühles Bier abends nach dem Spiel zum Beispiel lässt sich nichts einwenden. Ja? Bei einer freundlichen Bedienung wie der Mario natürlich. Champions League natürlich auch noch. Habt ihr auch solche Abende gehabt, wie wenn jetzt große Spiele stattfinden, so über Sky oder irgendwas? Kann man das bei euch dann auch genießen? Eigentlich nicht. Also wenn Nationalmannschaftsspiele sind, haben wir auf jeden Fall an. Deutschland Nationalmannschaft. Alle Spiele. Kommen da alle dann zusammen, wenn jetzt zum Beispiel mal so ein Deutschland-Italien-Spiel wäre? Ja, genau. Also 50 Deutsche, 300 Italiener. Gut, also ist der italienische Übermaß hier, ne? Natürlich. Also Deutsch und Italienisch halt. Also wir sind halt da. Manchmal auch, wenn Champions League ist, haben wir auch für deutsche Mannschaften. Also zeigen wir halt alles. Es liegt ja nicht weit weg von Ludwigsburg. Ich glaube nur 12 Kilometer kann das sein. 12 Kilometer ist das von hier. Also wenn man von der B10 kommt, von Ludwigsburg nach Richtung Feigenenz, nach 12 Kilometer gleich links ein Keltenmuseum, da kann man auch ein Kelte sehen, also ein Keltenmuseum, Kelte mal besuchen. Ja, und das freut uns halt. Also dass die Leute dann, ist ja leicht zu finden, gleich auf der Autobahn, B10-Ausfahrt und ja. Ja gut, wenn man dann natürlich hier bei euch mal in die Speisekarte reinschaut, was ist denn so die Spezialität von dem Hause hier? Also eigentlich Deutsch und Italienische. Wenn man zum Beispiel Italienisches will, kann man schöne Bocconcini essen. Das ist ein Schweinemedaillon mit Mozzarella und Tomate überbacken. Tomate und Sahnesauce und Rosmarin-Geschmack ist auch unsere Empfehlung. Oder eine schöne Rostbraten, schwäbische Rostbraten, genau, ein Spätzle. Oder wenn man Pizza will, haben wir alles Mögliche. Fischgerichte schmecken auch sehr gut, haben wir mal zu empfehlen, schöne Dorade oder Seezunge haben wir mal ein Angebot. Okay. Gemischte Platte, Fischplatte haben wir auch, also es lohnt sich mal hier zu kommen, vorbeizukommen. Es lohnt sich mal, alles mal zu probieren, okay. Frag ich auf Schwäbisch. Nächste Frage wäre die, empfiehlt es sich eigentlich zu reservieren oder kann man einfach spontan bei euch vorbeischauen? Wie ist es so? Eigentlich beides, aber für uns wäre lieber, wenn man davor reserviert. Aber man kann einfach mal so vorbeikommen, Platz haben wir, genug Platz, 120 Leute, also es reicht halt für viele Leute und ja. Für Reservierungen kann man euch erreichen unter? Unter der Telefonnummer, das ist 07042 77677. Zusätzliche Angebote bei euch, gibt es die auch? Ja, und zwar wir haben noch zwei Kegelbahnen haben wir da. Und für die Kinder, wenn die Eltern mal herkommen, für einen großen Spielplatz für die Kinder haben wir da auch noch. Damit die Kinder also, wie sagt man, austoben können. Auch, genau. Ja. Und einen großen Parkplatz haben wir da. Falls richtig ein großes Fest hier machen möchten, genug Parkplätze, über 150 Parkplätze haben wir. Also praktisch, wenn mal hier ein Spiel stattfindet, kommen die Leute wahrscheinlich auch zum Essen und können dann jede Menge Parkmöglichkeiten. Genau.
Alles klar. Also, heute waren wir hier in der Vereinsgaststätte Ristorante Pizzeria da Toni. Der Eindruck für mich persönlich ist sehr familiär, sehr urig. Man kann sich hier wirklich gut gehen lassen. Hier kann man einiges machen für die Kinder, für zum Beispiel Sport anschauen, wenn draußen gekickt wird. Es ist nicht schwer zu finden von Ludwigsburg, wie gesagt, schon 12 Kilometer entfernt. Wenn man mal vorbeifahren sollte hier, sollte man vorbeikommen, da die Küche echt lecker ist. Italienisches Essen als auch wie schwäbisch. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf meine Pizza, die ich mir gerade bestellt habe, und verabschiede mich recht herzlich. Danke euch. Ich danke euch. Danke, ich hoffe, ihr werdet mal vorbeikommen, mich mal besuchen. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Danke euch. Donno? Me? Grazie. Diavolo? Danke. So, Enzo, questa tua? Sì, grazie. Mit Spiegeleier? Sì. Hätte ich euch einen guten Appetit. Grazie. Thank you.